Ich weiß es wirklich nicht, wo. Wie gesagt, auf dem östlichen Balkon. Wir waren im kompletten Osten und dann waren wir schon wieder woanders, was ja nichts damit zu tun hat. Osten wäre da. Wenn ich jetzt auf den östlichsten Balkon versuche zu gehen. Erstmal muss ich gleich mal gucken, was das überhaupt für Balkons gemeint sind. Weil der müsste ja dann safe auch hier dann irgendwo rumliegen, ne? So, weg mit dir. Das dauert nicht lang. Verdammt, bleib weg. So, trotz alledem. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Nadine, der Befehlshaber. Ha, ich habe jetzt zu viele Leute davon schon ausgeschaltet. Auf dem östlichsten Balkon. Ja, wie gesagt, ich war ja schon fast bis da hinten. Das ist ja wieder was anderes. Die große Garnison, Bruderschaftshaus, Schmiede, Hafenlager, Händler. Das ist jetzt wieder das Ding. Wo ist das? Wie gesagt, wir waren ja eigentlich fast schon überall. Wie gesagt, wir waren ja ganz da drüben, da war ja dann plötzlich auf einmal wieder... Oh, nee, ist ja nicht, kann ja nicht, weil hier ist ja auch nichts, ne? Weil irgendeine Wache muss es ja sein, die den Schlüssel hat. Aber die sind jetzt eigentlich alle weg. Ja, da unten komme ich ja nicht rein. Erkundungsgebiet, ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall. Also er sagt uns ja hier auf jeden Fall nichts. Es kann natürlich wieder sein, dass es wie es immer ist, irgendwo nur ein beschissene, dumme Scheißkleinigkeit rumliegt. Sag, der östliche Balkon. Kann natürlich auch sein, dass das damit gemeint ist hier. Aber warum sollte ich jetzt ausgerechnet nach da? Da unten ist ja nichts. Ich kann von hier abhauen, oder? Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, das hat ja... Das ist zwar... Nee, das ist doch nicht mehr eingegrenzt hier. Das ist ja wieder was anderes. Wo ist denn da noch einer? Ach, da hinten. Was siehst du? Sagt, Osten wäre ja da. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht.
Ich habe ja auch keinen Schlüssel hier irgendwie übersehen, oder? Wie gesagt, der östlichste Balkon. Aber es hat hiermit nichts zu tun. Tragen. Sagt, hier wird mir noch was angemarkert. Ah, das haben wir ja schon. Habe ich da jetzt aufgesammelt? Mein Gott, das ist außerdem so eine scheiß Holztür. Eigentlich hätte man auch wirklich mal... Sagt denn... Das ist ja dann da hinten wieder... Ist... Ich verstehe das nicht. Wir laufen jetzt ja hier auch schon fast gefühlt eine Stunde rum. Ich weiß nicht, wer war also... Ein Schlüssel zum Raum der Befehlshaber wird auf dem östlichen Balkon aufbewahrt. Da muss ja irgendein Dude mit sein, ne? Sag, wir können höchstens noch mal gucken. Hier oben gibt es aber auch keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, oder? Dass wir hier oben was übersehen haben. Hier? Nee, hier kann es ja nicht sein. Hier ist ja der... Ist auch so ein Eingang. Oh nee. Nee, oh. Leck mich fett. Halt! Das Gesicht kenne ich! Was, Bo? Von Bo. Ich sag dazu jetzt nichts. Wir sind einfach die ganze Zeit hier rumgeirrt und hier war einfach nur ein scheiß Balkon, den wir... Ja, okay. Immerhin. Immerhin haben wir ihn jetzt. Können wir jetzt das Nadine der Befehlshaber eindringen. Ist ja keiner, deswegen können wir ja auch hier runtergehen. Also hoffe ich zumindest, wenn ich dann Schlachtmesser jetzt halt ab, mein Gott. Müssen auf jeden Fall dann gucken, wenn wir hier fertig sind, dass wir unsere, ich sag mal, unseren Dings da wegbekommen. Unseren Fahndungsstatus, sage ich jetzt einfach mal. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Können wir die auch umlegen? Aus deinem Oder müssen wir die nicht umlegen? Das ist das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Der ist ein bisschen tot, glaube ich. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Sadiki. Und deshalb bist du nur Aruch? Und ich bin El-Eshma.
Oh. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Ein Weg raus. Zum Speerfischen. Augenblick. Hey, nieder mit dir. Das Vergnügen bleibt ganz bei uns. Also wen wir unerkannt sein, hieß es. Das heißt, mal abmachen. Ich sollte zurück zu Fulat. Auf Fulat. Ja, aber wir machen erstmal das andere Bild hier noch ab, dass wir wieder unerkannt sind. Wo hängt das dran? Ach da. Ich falle besser nicht auf. So, zum Unentdeckt. So, dann geht's zurück zu Fulat. Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. Wie viele Meter waren das jetzt, ne? Das waren die 126 Meter für die... Ich glaube, wir könnten auch schnell reisen, ne? Aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Oh, Taschendiebstahl. Ja, jetzt hier den Taschendieb. Also, S da, das Ding da. Er sie ist. Einmal die Latte hier nach oben. Wollte gerade sagen, das sieht doch ganz nach Sperrgebiet aus. So. Dann sind wir ja jetzt, müssten wir hier rein, irgendwo gleich, ne? Oh Gott. Gut. Na dann. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und El-Aeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Kann ich jetzt alle? Ich guck und mal. Ihr Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen.
Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Okay, wir können also über alle reden. Okay, dann machen wir das hier rein. Der Mann namens Aroch wurde von seinem Gefährten Jasur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jasur, ja. Das muss der arabische Stratege Jasur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jasur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Okay. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Aha. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Finde diesen Elmar Dichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Oh, geil, eine Münze. Ich finde Jasur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Na da. So, dann zeig doch mal her. Geh zum Bruderschaftshaus an der Tafel, um nachzusehen. Okay. Ich würde das als erstes gerne versuchen. Wie weit müssen wir dafür... Oh, okay, es geht ja noch. Ach, Gefallensmünze der Macht. Okay, dann verstehe ich das vielleicht noch, dass sie doch noch ein bisschen was Wertvolleres ist. Im Qasar Sali, okay. Ist das das, wo wir auch schon mal waren? Mit den blauen Männern da quasi? Samire sagt, die Typen beherrschen das Heer. Der Kalif beherrscht das Volk und seine Frauen und der Visier beherrscht den Hof. Ich gebe sich auszumalen, wie die Macht verteilt ist, übersteigt mein Ding. Oh, zweimal Taschendiebstähle. Was? Mein Hades, ich habe es nicht fallen lassen, ganz sicher. Ruf die Stadtwache. Wir haben Langfinger zugeschlagen. Es gab einen Angriff. Alle sind angespannt. Vor uns kann sich nichts verstecken. Gehen wir heim. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Billahi ala hada. Hä? Kido verfügbar und Kido nicht verfügbar? Was denn nun? Könnt ihr sich mal entscheiden? Ich bräuchte den Kido eigentlich schon um die ganzen... Jetzt. Weise mir den Weg. Okay, das wird nichts. Wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Hilfe! Wo liegt denn das Problem? Weißt du, es war...